Wir stehen hier heute in der Diderotstraße, einem Stadtwerke-Standort schon seit vielen Jahren, der momentan sich verändert. Was war denn früher hier? Herr Jahr steht hier neben mir, Projektleiter des hier neu entstehenden Projekts. Was war denn früher hier und was entsteht hier? Früher war hier ein alter Heizwerksstandort auf Braunkohlebasis und derzeit befinden wir uns hier bei der neu zu errichteten Anlage, das BRGW Nordwest. Sie sehen hier im Hintergrund schon den Hochbau. Wir haben jetzt auch schon einige Anlagenkomponenten eingebracht und heute ist ein wichtiger Meilenstein. Wir bringen sozusagen bei dieser BRGW-Anlage das Herzstück, den Motor ein, den Gasmotor inklusive Generator und Wärmetauscheinheit. Ein Motor hat hier eine Leistung von 4,5 MW elektrisch und 4,5 MW thermisch. Gestern wurde bereits das erste Modul eingebracht und heute das zweite Modul und demzufolge haben wir hier jetzt schon einen großen Meilenstein geschafft. Und hoffen, es geht weiter so zügig voran, sodass wir die Anlage dann im ersten Quartal nächsten Jahres in Betrieb nehmen können. Das ist jetzt ein BHKW. Wie viel gibt es denn insgesamt noch oder wird es geben, wenn wir das Ende dieses Jahres erreicht haben? Genau, wir haben hier eine BHKW-Anlage. Diese besteht aus zwei Motoren. Wir haben bereits im Jahr 2018 vier weitere BHKW-Anlagen mit jeweils 2 MW elektrisch im Stadtgebiet in Betrieb genommen, zur dezentralen, sicheren, effizienten Fernwärmeversorgung. Und ein gleiches BHKW, eine sogenannte Schwester, wird in das BHKW West, wird im Stadtteil Lausen errichtet und hier ist die Inbetriebnahme ca. im Mai, April nächsten Jahres, also 2021. Die BHKWs sind ja nicht allein, sondern Teil eines größeren Gesamtkunstwerks. Können Sie uns das nochmal kurz erläutern? Das ist völlig richtig, genau. Die BHKWs gehören zur sogenannten Wärmewende in Leipzig. Wir wissen ja alle, wir wollen gerne weg von der Braunkohle, von der Fernwärmeversorgung. Und hier ist quasi, wird der erste Schritt gemacht mit den beiden BHKW-Anlagen, BHKW Nordwest, BHKW West, beginnen wir die sogenannte Wärmewende für die Stadtwerke Leipzig oder eigentlich für die Stadt Leipzig. Als Ergänzung zum HKW Süd und Solarthermie und anderen Energieerzeugungsformen. Das ist völlig richtig. Als Ergänzung zum HKW Süd, als Ergänzung zu einer Biomasseanlage, die wir auch geplant haben im Westen des Stadtgebiets von Leipzig und eine Solarthermieanlage auch im Westen von Leipzig, ist das hier quasi, wie schon erwähnt, der erste Schritt zur Wärmewende. Letzte Frage, machen Sie heute noch eine Flasche Sekt auf, wenn das die Anlage eingebracht ist? Wir werden schauen, nach Feierabend, dann können wir gerne noch ein Säckchen trinken, aber erstmal müssen wir hier den Schritt schaffen und dann werden wir das auf jeden Fall tun.